Hallo meine Liebe, ich bin wieder da. Gott sei Dank, ich war ja letzte Woche krank. Ich hoffe, es ist dir aufgefallen. Ich hoffe, ich habe dir gefehlt, dass der Fahrt war. Weil was machst du sonst am Mittwochabend oder am Wochenende? Ja? Entweder schaust du sie am Mittwochabend an oder dann am Wochenende am Video, das Video, was ich ja total fad ohne Mio-Video. Aber jetzt bin ich Gott sei Dank wieder da, auch gleich weihnachtlich. Ich habe ein kleines Bäumchen geschmückt für dich und habe wirklich so geniale, tolle Sachen und vor allem so viele neue, viele dicke Kuschelpullis. Also du musst unbedingt morgen zu mir ins Geschäft kommen oder du kommst am Freitag ins Hitz, auch nach Mitterndorf, oder am Samstag kannst du nach Grammert-Neusiedl in den Wittnerhof. Oder du schreibst mir einfach und ich schicke dir das per Post. Das funktioniert so gut. Es ist ja toll mit den Einheitsgrößen, also das ist schon der Oberknaller, aber auch mit den Jeans. Ich habe so viele Zauberhosen auch verschickt und so gut geschätzt, also wirklich ins Schwarze getroffen. Einfach nur, ich habe Größe 38, 40 und ich habe die richtige Größe geschickt. Auf das bin ich irrsinnig stolz. Noch ein kleiner Tipp oder eine Waschanleitung zur Zauberhose. Ich habe die wirklich, weiß ich nicht, wie viele Zauberhosen schon verkauft und habe aber jetzt zwei Anmerkungen bekommen, dass sie weiße Streifen bekommen hat nach dem Waschen. Das passiert, wenn du die Hose nicht verkehrt wäscht. Es steht drin, du musst sie umgedreht waschen. Am besten ist, du ziehst die Hosen immer gleich schlampert aus und gibst das so in die Waschmaschine, dann bleiben sie schön. Ich würde dir das auch bei den Jeanshosen empfehlen. Also bitte und schau, wenn du dir was Neues kaufst, immer die Waschanleitung. Ja? Umdrehen einfach die Hose und sie bleibt ewig schön und du hast Riesenfreude damit. Ja, also ich verschicke auch per Post, das weißt du ja. Und schätze auch gerne die Größe, wenn nicht, dann schickst du das retour. Aber ich sage mir, in letzter Zeit war das wirklich grenzgenial, freut mich riesig. Und ja, ich habe ja wieder mein Lieblingsoutfit an, ich muss das immer als erstes anziehen. Dieser Pulli, der ist so genial, der schaut am Haken so komisch aus. Also den kauft keiner, wenn er so hängen sieht, ja. Komischer Style, aber angezogen ist der Oberhammer. Mir gefällt das, dass die Ärmel richtig eng sind. Da hast du, ist der Strick auch strukturiert bei den Ärmeln bis daher. Und dann hat er so diesen Fledermausschnitt und da ist aber eng anliegend. Perfekt für die Winterzeit, ja, für die Kekser. Du kannst da alles drunter herrlich verstecken. Und da ist aber eng, dieses Asymmetrische finde ich irrsinnig schön. Da ist er länger, hier ist er kürzer. Da muss ich nur aufpassen mit dem Markerl von der Jeanshose. Und ich habe ganz tolle Farben von dem Pullover. Also er ist eine Einheitsgröße, ich würde sagen Abgröße 38 bis 46 wahrscheinlich. Muss man probieren, er ist sehr elastisch. Kostet 50 Euro und gibt es in ganz vielen schönen Farben. Einmal das Fuchsia, dann Royalblau, klassisch dunkelblau, Khaki, eure Lieblingsfarbe, Weiß, auch ein Must-Have, dann bitte dieses Lila, das hätte ich auch fast angezogen, ich habe mich nicht entscheiden können zwischen Orange und Lila, dann so ein schönes Apfelgrün, ja, das war's, das sind alle Farben. Dann habe ich wieder meine klassische Jeanshose an, die ja so ein bisschen zerfetzt ist. Auch wieder schön hoch rauf der Bund um 49 Euro und gibt es von Größe 38 bis Größe 46. Und dann habe ich hier neu schöne Stiefeln in so einem schönen Cognac-Ton und dazu auch einen neuen Rucksack. Passt perfekt zusammen. Beides aus veganem Leder. Die Stiefeln haben so eine Schnalle. Also so schaut der Schuh aus der Nähe aus. Kostet 60 Euro. Gibt es in den Größen 37 bis 41. Ich würde sagen, er ist normal geschnitten. Nicht zu groß, nicht zu klein. Also
Ich habe jetzt den 39 an, ich habe zwischen 38 und 39. Ich habe noch sehr viel Platz. Ich weiß gar nicht, wie der 38er gewesen wäre. Ich finde es jetzt bei Stiefeln nicht, also ist mir auch angenehmer, wenn er lockerer sitzt, weil du rutschst bei einem Stiefel eh nicht raus und kannst halt dann noch dicke Socken anziehen. Also 37 bis 41, ich glaube normal geschnitten, und gibt es in den Camel oder in Schwarz. Auch schön zurück, ich ziehe es dann eh auch zu einem Rock an. Und der Rucksack, du kannst ihn eben so als Tasche tragen oder dann eben auch als Rucksack. Und da hast du dann ein schönes großes Fach, der kostet nur 39 Euro. Vielleicht auch schon für dich ein schönes Geschenk oder für eine Liebe. Der ist auch sehr schön im Beige, der wird auch super dazu passen. Und das sind auch zwei geniale Farben. Dieses Senf mit Camel oder Eisblau mit Camel. Ja, also die vier Farben, mega, mega, mega. Und ich ziehe mich schon um. Auch ein mega Outfit. Dieses Beige ist einfach so aktuell, so nobel. Ah, das im Winter, ja. Da habe ich diesen Kurzmantel mit einem Knopf zu verschließen oder du hast den Gürtel. Ich würde den hinten tragen. Der Mantel kostet nur 45 Euro. Gibt es in dem Beige, ins Schwarz, in Fuchsia und in Petrol. Und passt so von Größe 38 bis 42 und halt sehr aktuell, die Bündchen auch angenehm, wenn das da schön fest zu ist. Und diesen schönen Schal, da habe ich jetzt nur mit in einen, ich habe nämlich per WhatsApp und Social Media schon ein paar Videos verschickt, aber das war von einer WhatsApp-Party. Ich hatte nämlich am Freitag eine. Also wenn du eine machen möchtest, mach einfach eine WhatsApp-Gruppe, lad Freundinnen ein oder Familie, wo du weißt, denen wird das gefallen. Und ich mache speziell für euch dann ein Video. Und als Dankeschön für deinen Aufwand bekommst du 20% vom Gesamtumsatz. Also da gehen sich schon ein paar Teile aus. Und ja, es ist ja nicht viel, wirklich viel Arbeit, sondern einfach am Handy eine Gruppe erstellen und Leute fragen und einladen. Oder diesen Mantel. Ja, da sind die Säcke noch zugenäht. Der ist länger, der Mantel. Der hat die Taschen so, die anderen waren ja so aufgenäht. Die Ärmel sind hell, der kostet 49 Euro. Und ja, mega, mega, mega. Mit dem bist du auf jeden Fall ein Hingucker, da schauen dir die Leute nach mit dem auf der Straße. Jetzt zeige ich dir meine neuen Schuhe, die kosten 57 Euro. Auch mit der höheren Sohle, die ist Weltklasse im Winter, also wenn der Boden kalt ist. Und die sind halt richtig warm, weil die drinnen auch schon gefüttert sind. Der ist wieder groß geschnitten, also da brauchst du unbedingt eine Nummer kleiner. Der geht bis 41, das heißt, wenn du 42 hast, passt dir der 41er immer. Eine Nummer bitte abziehen, wenn du den magst. Dann habe ich da diesen schönen Leo-Schal in Beige. Der kostet 25 Euro. Auch schön kuschelig aus Viskose. So, ein weißer BH ist einfach nicht von Vorteil. Bitte merken, beige Hautfarbe in Zukunft. Tut mir leid. Diesen Pullover, schöner klassischer Pulli mit V-Ausschnitt. Khaki fehlt jetzt. Den gibt es in beige, in dunkelblau und in Khaki, kostet 30 Euro und passt von Größe 38 bis Größe 42. Und dann habe ich ihn noch in, da ist er in Khaki mit V-Ausschnitt. Und dann habe ich ihn noch mit Rundhals,
Da passt er bis Größe 46, da ist er auch länger geschnitten, kostet 35 Euro, dunkelblau, weiß, Curry, da wird der Rucksack so gut dazu passen. Da, genial. Das muss ich schön, schön anhalten. Das wird super zusammenpassen. Fuchsia, leider habe ich es in V nicht mehr bekommen. Khaki und in Schwarz, 35 Euro. Passt so von Größe 40, 42 bis Größe 46. Und ich habe die Zauberhose wieder an um 45 Euro. Warum ist das die Zauberhose? Sie hat einen breiten, hohen Bund, zaubert den Bauch weg. Er macht eine gute Figur, einen guten Po, schöne Beine. Gibt es in vielen verschiedenen Farben. Und ja, liebt sie wirklich heiß, die Hose. Ja, freut mich, dass ihr die auch so gern habt wie ich. Da habe ich auch, wie soll ich sagen, Jacke oder Mantel, wie ein Hemd geschnitten, in den schönen Hahnentritt, einfach nobel schick, ein Hingucker auf jeden Fall, kostet 48 Euro und gibt es auch in weiß-schwarz oder in den Camel-schwarz. Dann habe ich da einen grinsgenialen Happy Size Bulli. Auch wieder super Abgröße, 38, 40. Also ich finde den mega für mich. Bis Größe 46, ich weiß nicht wie 48, glaube aber 46. Hat eine tolle Länge, ist schön lang. Fällt irrsinnig schön, der V-Ausschnitt, wunderschön. Habe ich mir jetzt noch meinen Schal hergerichtet. Bei der WhatsApp-Party habe ich eben diese Schals schon hergezeigt und dann Ausschnitte nur herzeigt. Und ja, das sind schon sehr viele weg. Das habe ich mir gedacht, dass die sehr beliebt sein werden. Und die sind so süß. Oder diese dicken, süßen Katzen. Ich finde die urherzig. Auf der anderen Seite hast du so kariert, der ist aus Viskose. Er ist jetzt nicht dick, aber schön warm schon. Und ich zeige dir die Farben, die ich noch habe. Einmal in den Grün, der kostet 25 Euro. Dann in der Farbe. Und in dieser. Wenn du Fotos haben willst, dass ich ihm aufmachen soll, sehr gerne. Und dann habe ich auch noch mit Wauzis. Einmal in Fuchsia mit Hunde. Dunkelblau oder blau. In Grau mit zarten Rosa. In Rosa und in Schwarz. Und auf der anderen Seite ist er so, ja, mit den Knochen, mit den Pfoten. Also mega herzig. Wirklich, wäre für dich ein schönes Geschenk. Oder zum Herschenken. Und ja, bei dem Outfit passt ein Schal einfach mega gut dazu. Ich habe jetzt wieder meine tolle Zauberhose kombiniert. Die Woche habe ich meine beige angehabt. Und ich habe eine Jeanshose. Da geht immer der Zip auf. Ja, mega peinlich. Schau mal, dass ich was Langes anhabe. Und kontrolliere halt möglichst unauffällig den Zip. Und habe eben die Zauberhose angehabt und bin schon so gewohnt, dass ich immer kontrolliere. Und du hast da keinen Zip. Ich finde das so entspannend, weil du musst auf nichts achten. Weil sonst achte ich halt immer, ist eh nicht der Reißverschluss offen. Da gibt es gar keinen. Oh, super, ja. Noch ein Vorteil von der Zauberhose. Ja, der Bulli halt grenzgenial. Zauberhose 45 Euro, gibt es in vielen Farben und bis Größe 46. Und jetzt zeige ich dir die Farben von dem genialen Pulli. Einmal wieder dieses schöne Grün. Grau, das sieht man selten. Weiß muss man haben. Schön klassisch dunkelblau. Das ist ein Mittelblau oder Eisblau. Khaki
und einmal in Royal Blau, super toller Bulli, kostet 48 Euro. Dann habe ich meine Sneakers dazu kombiniert, schön warm, auch mit einer hohen Sohle, du siehst, du stehst leicht schräg drinnen, mit den Leo drinnen um 45 Euro, der ist auch groß geschnitten und vor allem das Herrliche, er ist vorne angenehm breit, finde ich, oder? Weißt du, wenn das seitlich dann irgendwie so reindrückt, dann kriege ich gleich eine Blase. Und mir ist das wichtig einfach, dass der ein bisschen lockerer sitzt und du kannst dann schön zuschnüren. Dann passt der herrlich. Auch ein schöner, cooler Hingucker, der Schuh. 45 Euro von Größe 37 bis 41. Gut, ich habe den, ja, brauchst du auch unbedingt eine Nummer kleiner, würde ich da empfehlen. Da habe ich noch ein Mega-Outfit in Camel. Wieder, hoppala. Hahnentrittmuster in Camel, der Mantel. Passt auch von Größe 38 bis 42. Du hast da wieder einen Gürtel und kannst da schön die Taille binden. Ich würde ihn eher so tragen und hinten verschließen. Und habe ich noch einen in diesem schönen Grün mit Schwarz und kostet 65 Euro. Auch wieder ein mega Hingucker. Und da habe ich jetzt was Cooles. Ein schönes Strickkleid mit diesem Gesicht drauf. Ich finde, das hat einen tollen Schnitt. Passt so von Größe 38 bis 42 wahrscheinlich. Also oben passt es eigentlich wie angegossen. Ich habe 85C. Da geht es eben so leicht A-Linie auseinander, macht auch gute Figur. Und dann habe ich noch was. Da geht mir einer ab. Diese Tasche. Ich habe das schon so oft gesehen mit dieser Biene. Und die macht die aus echt Leder. Kostet 49 Euro. Da gibst du so den Stachel, den Schwanz in die Höhe und kannst auch, ja, so, und die hat so, ich finde die so schön, habe ich in verschiedenen Farben. Einmal in diesen schönen Camel, dann in Petrol, weil Petrol einfach auch eine geniale Farbe ist. Passt auch überall dazu, Petrol. Oder klassisch in Schwarz. So eine schöne, besondere Tasche. Auch ein Hingucker wieder. Liebe ich. Das Kleid kostet 39 Euro, die schöne Echtledertasche kostet 49 Euro und dazu habe ich wieder meine Stiefel an. Ich habe noch keine Strumpfhose an, ich zeige jetzt nicht so meine Beine her. Um 60 Euro die Stiefelchen. Da habe ich die Tasche noch in Rot. Ich habe mir gedacht, zu den Outfit grau-schwarz, einfach dann ein Eyecatcher, diese schöne rote Ledertasche oder Ton in Ton, auch sehr schön. Also die Ledertasche kostet 49, die kostet 39, die ist nicht aus Leder und schön dieses abgesteppte. Kannst entweder kurz tragen oder hast auch einen langen Henkel, dass du die umhängen kannst. Und dann habe ich neu diesen Pullover. Da hat er schöne, breite Ärmeln. Hier hat er wieder Schlitze hinten. Ist er wieder länger als vorne. Kostet 50 Euro. Gibt es auch wieder in den schönen Grün. Fuchsia, Schwarz, Dunkelblau, Camel, Khaki, Weiß und in Grau. Und den Pulli, den ich in Orange angehabt habe, diesen asymmetrischen, da ist er noch in Camel, habe ich nicht dazu gezeigt. So, dann habe ich die grenzgeniale
Wendejean an in Schlangenoptik. Da habe ich noch die Größe 38, ich habe jetzt die 40er an und gibt es noch in Größe 42 und kannst du eben so tragen oder du drehst sie um und hast dann eine schwarze Hose, kostet 59 Euro und ich habe jetzt meine super bequemen Cowboy Boots oder Stiefletten dazu an um 49 Euro. Gestern habe ich es wieder angehabt, privat, herrlich zu tragen. Gibt es noch in der Größe 37, 39, 40 und 41, sind auch groß geschnitten. Also kannst du ruhig eine Nummer kleiner nehmen und kosten 49 Euro. Viele lieben halt die Wendejean, weil sie nicht so hoch rauf geht wie die anderen. Ich mag das halt immer, wenn es hoch rauf geschnitten ist, einfach wegen meinem Bauch. Aber wenn du keinen Bauch hast oder weniger, viele mögen halt den Schnitt lieber als die hoch rauf. Eine rote Hose ist einfach auch immer ein Hingucker, finde ich. Also wenn eine Hose eine rote Hose anhat, muss ich auch immer hinschauen, weil ja irgendwie eine Signalfarbe, ich liebe Rot. Das ist jetzt die kleine Magic, die Nuller. Die passt von Größe 36 bis 40. Dann habe ich noch die mittlere, die passt von 38 bis 42. Und die Größe 2 passt von 42 bis 46. Habe ich aber jetzt nicht in so einen knalligen Rot, sondern in Weinrot oder in Ziegelrot. Ich zeige dir jetzt mal die kleine, welche Farben ich habe. Die ziehe ich gleich an. Tannengrün. Dann habe ich Schwarz, Petrol, auch eine ganz tolle Farbe, Dunkelblau, Camel und einmal in Khaki. Und dann diesen schönen Rollkragenpulli mit diesem karierten Muster, passt von Größe 38 bis 42 und kostet 39 Euro. Schöner, kuscheliger Strickpulli. Auch schön, wenn du das mit Camel kombinieren würdest, mit einer Camelhose oder mit einer schwarzen. Und dann zeige ich dir noch meine schönen Schuhe, die ich anhabe. Die kosten 59 Euro. Die sind eine Spur höher als die Cowboy-Stiefel. Das sind halt so richtig schön, ein schöner, eleganter, klassische Stiflette ist das. 59 Euro ist normal geschnitten. Und welche Größe habe ich an? 38. Ja, passt perfekt eigentlich, ja. Normal geschnitten, würde ich sagen. Gut, dann habe ich noch zwei Outfits. Grün ist ja meine absolute Lieblingsfarbe in den verschiedensten Nuancen. Das passt halt perfekt zusammen. Dieses Tannengrün, die Hose, wieder die Magic in Größe 0 von Größe 36 bis 40 und 35 Euro. Dann der Schal in Royalblau und in Fuchsia oder Pink war das, hatte ich ihn. Die sind weg, da gibt es jetzt nur mit den Grünen, auch um 25 Euro. Und dann habe ich neu so klassische Blusen mit 3/4 Ärmeln bis hier geknöpfelt. Und eben kürzer, wirklich auch für Frauen, weil ich habe die Longblusen, aber der Wunsch war einfach da, auch kurze Blusen. Und ja, die ist wirklich sehr raffiniert und genial geschnitten. Passt von Größe 38 bis 42, 44. Ich habe noch eine andere, die dann ein bisschen länger ist, die geht bis 46. Und ja, so eine... Auch schön, wenn du zum Beispiel ein V-Pulli oder so drüber anziehst. Finde ich auch immer schön, wenn der Kragen da rausschaut. Schön weihnachtlich auch in Rot oder klassisch eine weiße Bluse. Braucht man einfach. Und jetzt ziehe ich, ja genau, da wollte ich dann noch die Lederjacke dazu zeigen. Um 55 Euro. Das ist einfach auch was Schickes. Da bist einfach gleich... gut anzogen, ja, statt einem Bläser, mit dem kannst du auch überall eigentlich hingehen. Die hat Größen, das ist jetzt die kleinste Größe, die passt bis Größe 40, dann habe ich 42 und
naja, sagen wir, was wird, ja, oh ja, 40, 42, 44 und die kostet 55 Euro und ist einfach eine coole Kombi. Ich finde, zu Kleider überall kannst du einfach so eine vegane Lederjacke tragen. Und jetzt ziehe ich noch die andere Bluse an. Da habe ich die größere jetzt an. Sind halt alles so herrlich A-Linie geschnitten. Du brauchst kein Bauchel einziehen, ich finde das herrlich angenehm. Das passt bis Größe 46, die Bluse. Die kostet 45 Euro und die andere kostet auch 45 Euro. Die ist eben länger geschnitten, die geht schön über den Popschacht drüber. Da ein bisschen kürzer und gibt es auch in Weiß. In Weiß und in Schwarz. Und die hat lange Ärmeln, die andere hat drei Viertelärmel gehabt. Und das war's schon wieder. Wie gesagt, ich habe wirklich viel, ich konnte nicht alles herzeigen und ich freue mich, wenn ich von dir lese, von dir höre oder dich überhaupt persönlich sehe. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dickes Bussi, Baba!